Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Evil Genius 2. Ja, wir sollen hier Trümmerbowler auf der Weltkarte blamieren. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das können. Denn hier warte ich dann erstmal die Pläne nach und nach ab. Und wir haben aber auch noch eine Hauptquest, ne? Um die können wir uns jetzt ein bisschen kümmern. Wir sollen Ermittler-Abhörgeräte in unserem Unterschlupf anbringen lassen und danach diese ganzen Abhörgeräte wieder zerstören, unter anderem Agenten besiegen und das Forschungsprojekt Wanzenentfernung abschließen. Gut, Leute. Es ist ein bisschen Zeit vergangen jetzt, von der letzten Folge zu dieser jetzt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Und wir können mal direkt schauen, was es hier so Neues gibt. Okay, ein Gehirnhologramm. In der Waffenkammer gibt es... Ah ja, die verbesserte Sicherheitsstation, die haben wir erforscht. Die können wir vielleicht direkt mal bauen. Statt dieser hier nämlich sind die verbesserten Sicherheitsstationen natürlich... können die mehr Kameras unterhalten. Ja, und wenn die dann... wenn halt nur eine besetzt ist, manchmal reicht das dann schon aus. Weil wir ja noch nicht ganz so viele Kameras haben bei uns. So, Geld haben wir erstmal genug. Und für unseren Unterschlupf hier haben wir noch einige Deko-Objekte dazu bekommen. Hier Vertrag, Kelch, Fischstatue, edle Büste und so weiter und so fort. Also das können wir nachher auch noch richtig schick machen. So, dafür, dass sie jetzt Wanzen anbringen können, haben wir uns hier hinten den Raum geschaffen. Ich hoffe, das klappt halt, dass sie hier irgendwelche Wanzen dann nachher auch anbringen. Weil hier kommen sie nicht so wirklich durch. Da haben wir ja unsere Verteidigungsmaßnahmen ganz gut gebaut. So, wie sieht es denn mit unseren Schergen eigentlich aus? Ich glaube, da haben wir bisher alle jetzt freigeschaltet, ne? Können wir uns vielleicht mal aufmachen und hier so ein bisschen erweitern. Ah ja, ich erinnere mich, hier haben wir nämlich noch genau weitere Trainingsgeräte, die nicht mehr ganz passen. Und hier auch, und ah ja, wir wollten warten, bis wir den schwarzen Stein abbauen können, genau. Die Geschichte. So, was sagt denn hier unsere Forschung? Laufschuhe machen wir gerade. Gut, dann warten wir mal, bis die Forschung abgeschlossen ist und schauen dann vielleicht mal, dass die Agenten hier ihre Abhörgeräte irgendwie platzieren können. Ich weiß halt nicht, ob die das hier hinten machen, weil da nichts drin steht. Kann mal abwarten, bis da mal einer reingeht. Ich wüsste auch nicht, was man da jetzt reinbauen kann, dass das Ganze irgendwie interessant macht. Die wollen auch nicht so wirklich da rein, habe ich das Gefühl. So, in einem Casino machen die Abhörgeräte ja gar keinen Sinn. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Wir könnten den Raum vielleicht mal ändern. Was haltet ihr davon? Und zwar den Raum zu einem Kontrollraum ändern. Sichern wir das Ganze noch mit einer Tür, damit es ein bisschen interessanter ausschaut. Ja, machen wir das mal so. Ja, komm her. So, und vielleicht platzieren sie dann da eher Abhörgeräte. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ja,
Die Räume hier sind ganz schön geworden. So, da kommt unsere Arbeit schon. So, unsere Forschung ist abgeschlossen. Dann schauen wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Großrechner, verbesserte kriminelle Netzwerke. Stufe 4 brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Da reicht das Geld ganz gut aus. Und die Schergen, die haben wir zwar schon, aber... Wie sieht es denn hier aus? Können wir noch nicht machen, ist noch gesperrt. Ich glaube, wir brauchen hier mehr Forschungen. Dann machen wir mal die Figurenzeichen. Hier können wir noch ein bisschen Geld abholen. So, was sagt die Trümmerbola eigentlich? Die Trümmerbola sagt gar nichts. Es läuft eigentlich ganz gut hier. Bloß, wir müssen jetzt natürlich gucken, wenn die ersten Pläne hier wieder zu Ende sind, dass wir dann gucken, dass wir hier Trümmerbowle auf der Weltkarte ein bisschen blamieren. Wir haben auch noch andere Länder, wo wir das machen müssen wohl. Hier Oma, hier oben Trümmerdiplomatie. Wundert mich halt, dass das auch auf andere Länder übergreifend ist, weil sie ja normalerweise hier in der Region tätig ist. Aber gut, vielleicht können wir den dann hier schon mal machen. So, der Raum ist umgebaut, aber Abhörgeräte sind noch keine drin, soweit ich das erkennen kann. Kann man da irgendwas reinbauen vielleicht? Vielleicht hier so ein Großbildschirm mal. Vielleicht macht das Ganze noch interessanter. Salaries paid. So, was haben wir hier? Können wir jetzt nicht verbessern. Da müssen wir erst die Bedrohung beseitigen, bevor wir hier den Auftrag ausführen können. Genau, dafür brauchen wir Stufe 2. Ja Leute, unsere Verteidigungsmaßnahmen sind einfach zu gut. Die kommen da gar nicht durch. Ich habe eigentlich auch keine Lust, das jetzt irgendwie jetzt zu ändern, damit wir hier kurz den Auftrag erfüllen. Jetzt werden die auch die kriegen die sich natürlich ein bisschen. Aber zum Glück sind da nicht alle mit drin involviert. So, immer noch kein Abhörgerät. Ja Leute, was zockt ihr so momentan an Spielen? Gefallen euch die? Habt ihr da viel Spaß mit? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich bin auch immer offen für neue Games, die ich mir da mal anschauen könnte. Was ihr vielleicht auch noch nicht kennen. Ich sag auch gleich so, Ego-Shooter oder so ist nicht so meins, muss ich sagen. Also... Battlefield oder Call of Duty, weiß ich, da habe ich wirklich nicht so viel Spaß dran. Das war früher mal anders, habe ich sowas auch gerne gezockt, aber mittlerweile bin ich eher so, das muss dann schon so ein Mix sein aus irgendwie Rollenspielen und sowas, ne? Dass man da so ein bisschen seinen Charakter hochleveln kann und ein bisschen Geschichte mit bei ist und nicht nur stumpfes Rumgeballer. Weiß nicht, da habe ich nicht mehr so Lust drauf. Und wenn ich das dann auch mal lese, wie viele Cheater da so in den auf den Maps unterwegs sind, habe ich dann auch weniger Lust zu. Könnt ihr aber auch mal in die Kommentare schreiben, wenn es da irgendwie anders ist, aus eurer Erfahrung. Vielleicht schaue ich mir das eine oder andere dann doch mal an. Aber das muss ich dann mal sehen. So, wir können jetzt hier endlich unser Netzwerk verbessern und dann machen wir gleich mal den ersten Plan da fertig.
So, das Teil ist jetzt platziert. Aber noch kein Abhörgerät drin. Jetzt laufen ja auch nicht mehr so viele Agenten rum mit Abhörgeräten. Jetzt sollten wir vielleicht nochmal auf die nächste Fuhre warten. Da kommen wieder ein paar. Ja, schön, dass unsere Schergen dann gleich alle rausgelaufen kommen. So, das ist verbessert. Dann nehmen wir mal kurz hier das Autonpartikel mit und dann machen wir den Plan hier für die Trümmerbola. So, dann mal los. Muss doch möglich sein, dass sie hier reinlaufen und da ein paar Geräte platzieren, oder was? Ja, die spielen jetzt erstmal alle Casino. Ist auch gut, kommt natürlich ein bisschen Geld rein dann. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja schon den Plan hier irgendwann mal abschließen. So wie den hier. So, das hat geklappt und wir zerstören wieder direkt unser Netzwerk hier. Ah ja, okay. Trümmerbola ist schon mal gewandert. Wir haben jetzt hier natürlich immer so eine Pläne, die eine Bedrohung darstellen. Die müssen wir erstmal erledigen, bevor wir dann... Obwohl, ich glaube, wir können hier auch direkt... Ja, das geht auch, okay. So, hier ist gleich der Plan auch fertig. Da halten wir uns schon mal bereit. Salaries paid. Komm, siehst du, geht doch. So, dann machen wir das auch direkt. Ja, hier ist ein Plan, den... Ich weiß nicht, wenn wir die Bedrohung beseitigen, kommt Trümmerbola nämlich, glaube ich, auch. Und so gibt es hier halt in Anführungszeichen nur einen Lockdown. Das ist dann, glaube ich, zu verkraften. Müssen wir mal schauen. So, das hat schon mal gut geklappt hier unten. Und ihr seht, hier war ja eben auch eine Bedrohung. Der liegt zuerst an. Ah, okay, aber der Argwohn ist auch gestiegen. Okay, ich wollte gerade sagen. Wenn die Bedrohung nämlich nicht beseitigt wird, steigt der Argwohn ja um 75. Und vorhin war Trümmerbola noch hier unten und wir hatten das eigentlich auf 0 und der ist jetzt schon auf 90. Okay, okay. Ja, dann müssen wir vielleicht gleich den Argwohn erstmal entfernen. Da ist er. Der Argwohn-Plan. Mit PR-Managern. So, dann beseitigen wir die Bedrohung noch. Und dann ist das Land auch erstmal safe hier. Und hier für die anderen beiden müssen wir da mal gucken. Da laufen die Pläne noch ein bisschen. Das wären aber auch noch die einzigen beiden, aber die laufen uns nicht weg. Da warten wir dann noch ein bisschen. So, hier können wir mal den Argwohn mit Berichten entfernen. Dann hoffe ich mal, dass hier gleich ein Geldplan erscheint. So, hier gibt es schon einen Lockdown jetzt. Argwohn-Plan. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir den Geldplan, bevor die Trümmerbola wieder ins Land kommt. Okay, dann machen wir das wieder. Mal kurz die Pläne aktivieren und abbrechen. Oder zumindest ein bisschen Autonpartikel-Munition. Und da ist der Geldplan. Sehr schön.
So, dann sind die beiden Länder erstmal wieder safe und hier müssen wir dann gleich mal auf die Karte gucken, ob es da wieder eine Bedrohung gibt oder ob wir den Argwohn halt reduzieren können. Ja, das scheint nicht so richtig zu klappen hier. Schade. Bauen wir hier mal noch ein. Huch. Wo die einfach so reinlaufen können. Und vielleicht platzieren wir hier dann einfach mal... Ist auch nicht. Zwei Computer-Terminals. Vielleicht ist das ja besser für die. Ja, Geld haben wir wieder genug. Noch mehr vergrößern will ich mich hier eigentlich erstmal jetzt nicht, was Gold angeht. So, Forschung ist auch bald fertig, dauert nicht mehr lange. 11 Minuten noch, 11% noch, 10%. So, wie lange dauert das hier noch? Eine Minute, eine gute Minute noch. Ich weiß halt immer nicht, woran es liegt, wenn es hier zum Kampf kommt. Also in fast 95% der Fällen geht es halt gut und die Leute werden rausgeleitet. Aber manchmal, habt ihr auch schon mitbekommen, kommt es hier dann zum Kampf. Vielleicht weil die Werte von unseren Schergen zu niedrig sind gegenüber den Agentenschergen. Das kann natürlich sein. Und weil die schlechter sind, dass sie dann quasi den Kampf verlieren. Ja, das ist meine Erklärung dafür. So, wir erforschen den Zweig hier mal noch. Jetzt können wir Figurenzeichnung platzieren. Das ist halt auch ein Gegenstand hier zur Verbesserung der Täuschungsschergenmoral. Und wird hier in diesen Räumen platziert. Ist natürlich jetzt schon ziemlich eng geworden hier. Ja, müssen wir mal gucken. Hier hinten haben wir vielleicht noch ein bisschen Platz. Den Durchbruch wollte ich nicht machen. Jo, das passt noch nicht ganz so, aber wir können hier später noch einen rüber. Wir platzieren das ganz an der Wand. Nehmen hier wieder einen weg. Machen wir das erstmal so. Umbauen können wir später immer noch mal. So, dann haben wir auch schon mal drei von denen. Und vielleicht sollten wir den Raum aber hier so ein bisschen machen. Ist auch nicht so richtig symmetrisch hier, ne? Machen wir das mal so. So, wieder ein bisschen umbauen und ein bisschen schick machen hier hinten. So, Lampen in die Ecken. Da kann auch eine hin. Platzieren wir noch wieder ein paar Pflanzen. Zur Verschönerung. So, dann haben wir auch hier die Figurenzeichnung für unsere Täuschungsschergen. So kann man immer nach und nach ein bisschen die Räume erweitern. Man muss natürlich den Platz dafür auch lassen. Sonst wäre das nichts.
So, ihr seid aber keine tollen Agenten, also wenn ihr das nicht mal schafft, die Abhörgeräte zu platzieren. So, unser Yubai kämpft wieder. Oh, die sind ein bisschen weit gekommen hier. An allen Schergen vorbei. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.